So, einen wunderschönen guten Abend. <laughs> so, zwei Wochen der Abstinenz sind durch. Einen schönen guten Abend. <laughs> ja, Singulkus fragt schon, ist denn schon wieder Sonntag 18 Uhr? Tatsächlich ist es Sonntag 18 Uhr. Ist es ist fast immer, aber heute auf jeden Fall Max Troutfishing Zeit. Einen wunderschönen. Wie geht's euch an diesem schönen Sonntagabend? So, ich guck mal erstmal, wer ist überhaupt alles da? Sascha, Luca, Troutfan69, Artgaff, Singulkus, Dosa, StarTrooper, Martin, der Alex, Matti, krisar Trevel ist auch wieder da, Hulgim, Angelkamikaze, Hermann, Dennis Borowski ist auch wieder mit am Start. Und der Dirty Detlef. Guten Tag. So, da haben wir es tatsächlich in üblicher Runde mal wieder zusammen geschafft. Letzte Woche musste ja leider ausfallen. Ich war verhindert. Um es genau zu sein, war ich letzte Woche fischen. War letzte Woche angeln. Und sehr erfolgreich sogar fischen. Und äh, ja. Durfte ich euch letzte Woche noch nicht erzählen. Heute darf ich es euch aber erzählen und auch zeigen. Ich gieße mir noch gerade was zu trinken ein. So. Können wir uns aber gerne zusammen angucken, was letzte Woche abgeht. So, heute ist es nicht drin, das drin, was draufsteht. Also es ist kein Captain Cola. Ich habe tatsächlich meiner Lebensgefährtin ein Malzbier gemopst. <laughs> Und jetzt gibt es ein Malzbier. <laughs> so. Wollen wir mal gucken. Und wer am Wasser gewesen fragt, Krisa. ich war letzten Sonntag Wasser. <laughs> weiß gar nicht mehr, wie das ausschaut. Jo, ja, angeln momentan ist echt ein bisschen schwierig. Ne? Starprooper sagt, nächste Woche wieder wurde vom Gesundheitsamt eingesperrt. Huch. Okay, da scheint jemand äh, in Quarantäne gewesen zu sein. Hat es dich denn erwischt oder nur einen Bekannten bzw. eine Kontaktperson? Der Max schreibt mal, genau. Komm, Freitag geht er ans Wasser. Cool, Sascha. Das hört sich gut an. Da <laughs> der Max, kann nicht sein. Doch wie mit Bielefeld, oh, immer diese Witze, immer Bielefeld, ne? Der Clou ist, ich komme ja auch aus Bielefeld, Doser. <laughs> also der Max, den es vielleicht nicht gibt, hm? der auch noch aus Bielefeld kommt. Die <laughs> saß noch am Arbeiten, ja. Kennt man ja üblicherweise, dass du häufiger mal von der Arbeit aus dann auch mit einschaust. Und Max, hast du dir den Köder Slow Mo mal angeschaut, den ich dir bei Insta geschickt habe? Jo, den habe ich mir angeguckt. Der sah richtig interessant aus, aber ganz heißes, seltenes Dingen. Ne? Ui! Dosa hat abonniert. Aha. Oha, trinken vergessen. Das ist nicht schlecht. Dozer ist jetzt schon den dritten Monat mit dran mit einem Abo. Megamäßig. An der Stelle erstmal für alle, die zugucken, die es vielleicht noch nicht sind. Ihr könnt meinen Kanal kostenlos oder für die meisten kostenlos vorausgesetzt, ihr habt Twitch Prime. Twitch Prime bekommt ihr nur, wenn ihr euren Amazon Prime Account mit Twitch verbindet. Dann seid ihr bei Twitch Prime automatisch drin. dann könnt ihr mir theoretisch, wenn ich es euch denn wert bin oder ihr da Bock drauf habt oder ihr mich vielleicht ganz cool findet, ein kostenloses, könnt ihr mir ein kostenloses Abonnement dalassen. Da unten findet ihr quasi den Knopf, wenn ihr da drauf haut, dann. Ja, bekomme ich von Twitch ein bisschen Geld für euch? Ist es, wenn ihr Twitch Prime habt, kostenlos? Wenn ihr kein Twitch Prime habt, dann kostet es euch, weiß ich nicht, einen genauen Betrag. Aber ein paar Euro bleiben da auf jeden Fall bei mir für hängen. Und äh, ja, bin da sehr, sehr dankbar, wenn der ein oder andere von euch dieses Feature nutzt. Oh, ja, guck mal, der Luca XX auch wieder am Start mit dem Prime Sub. Zwei Monate jetzt schon. Vielen herzlichen lieben Dank. Äh, Luca auch hier. Aha. Hermann verlängert sein Geschenk-Abo von Dozer. Wow, hier geht's schon wieder richtig los. <laughs> Vielen lieben Dank, meine lieben Freunde. Ui. Es startet schon wieder ein Hype Train. Wir sind schon bei 94% im Hype Train. Also, wer noch ein Abo zufällig zu verschenken, zu vergeben hat oder zu verschenken hat, gerne reiner mit. Dann haben wir vielleicht den Hype-Train gleich vor. Dann gibt es für euch wieder zusätzliche Emotes und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spielchen. Inzwischen. Das ist ja gigantisch. Cool. Läuft schon wieder heute. <laughs> Eddie ist auch wieder am Start. Hi. Ihr seid yo. Dritten Monat schon. Das ist echt verrückt. Also der Dozer, der ist äh, einer meiner treuesten Anhänger hier in der ganzen Geschichte. Und wie gesagt, Dozer, an dich auch nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank für deinen Support. Aber auch natürlich heute auch schon wieder an den Luca. Das ist gigantisch. Das ist echt cool. So. Wen haben wir da? Holgiben hat 100 Bits gecheert und damit haben wir den Hype Train voll. Tada! Da kommt der Hype Train. Ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt. Aber der Hype Train ist gerade losgerauscht. Stufe 1 abgeschlossen. Ja, guck, das ist doch mega. Das ist doch richtig cool. Ich glaube, dann kriegt ihr jetzt auch wieder zusätzliche Emotes. Matti fragt: Max, kannst du auch die Abos sehen, die zwischen deinen Streams gemacht wurden? Ui, Alex M, auch wieder mit einem Abo dabei. Vielen lieben Dank, mein Freund. Vielen herzlichen Dank hier für dein Abonnement. Alex ist auch schon zwei Monate mit dabei. Vielen lieben Dank. Das ist cool. Und ihr seht es jetzt auch. Guckt mal vor euren, vor euren Namen. Die Emotes verändern sich jetzt. Seht ihr das? Das ist doch genial. Hammermäßig. Um, ja, ich kann die auch sehen. Ui, Dosa hat auch nochmal 100 Bits gecheert. Mein Freund, vielen lieben Dank dafür. Gigantisch. <laughs> um, ja, ich kann sehen, wer abonniert hat. Hier vor 14 Tagen. Ich sehe, dass mir ein paar Leute gefolgt sind, aber nicht, dass ich ein Abonnement bekommen habe. Ich sehe nur, dass der Resor 06, Daniel D2584, Troutfishing-SH, nice Shot 1988 mir gefolgt sind. Quasi. Das sehe ich aber sonst. Ja, Luca, du hast jetzt auch den Stern. Guck mal davor. Der ist blau. Und das ist ja so ein Punktesystem. Ich glaube, der nächste irgendwie ab drei oder ab vier Monate, ich weiß es nicht hundertprozentig, der wird, äh können ja gerade gucken bup, 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 bup. wo hat der dozer denn was ja gut dozer hat den drei monats gründer patch ne vorne vor aber der ich glaube ab drei oder vier Monate wird es dann bronze und dann wird es silber und gold und so weiter und so fort <laughs> ja Lukas, direkt vor deinem Namen da ist der Stern <laughs> Das, das passt. Okay, machen wir es jetzt mal ganz kurz. Ich bin nämlich schon wieder am Mayo-Boxen vergleichen und so. Ich gucke mal gerade, ob ich euch das Foto zeigen kann. Ich hätte euch gerne das Ding in echt äh, in live gezeigt. Ich habe es allerdings nicht hier. <laughs> äh, ich gucke mal gerade, wo ich das Teil habe. So, da ist er doch. Der glückliche Mensch. Ich gucke mal gerade, ob ich meinen Bildschirm mal kurz teilen kann. Übrigens, wenn ihr gerade ein Schnarchen im Hintergrund hört, das ist meine Hündin, die liegt quasi da unten am Schreibtisch und pennt gerade. Ich bin's nicht. So, wir wechseln mal eben, dann zeige ich euch mal, was ich meine. Gut. Das ist der falsche Monitor. Sekunde. So. Da ist er. Zack. Guckt ihn euch an. Was können wir sehen? Max war letzte Woche angeln. Und Max hat sich bei der Pete, so heißt das ja, der Wettkampf quasi, an dem ich teilgenommen habe, der Max hat sich ein Finalticket bei der Pete organisiert. <laughs> äh, für euch zur Info. Die Pete ist eine, wie ich finde, ziemlich coole Veranstaltungsreihe. Genau, Alex schreibt schon, ist aus dem Tremarella-Bereich. Also wirklich nur mit Naturködern und mit, äh, mit Pasta zum Beispiel. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe da ja auch ein bisschen Spaß dran gefunden. War dann jetzt zwei, drei, vier Mal mit Patrick äh, Winkelhorst ja mal ein bisschen fischen. Ein paar Sachen abgucken können. Und äh, ja, was soll ich sagen? Letztes Mal schon bei der Pete teilgenommen in Tismalat in Holland. Und dieses Mal dann auch wieder dran teilgenommen. Und ja. ...offensichtlich ziemlich erfolgreich. Ich habe im Duo gefischt mit meinem Buddy, den Patrick Karl. Das ist auch ein Kumpel von Patrick Winkelhorst, also Patrick und Patrick. Und mit dem habe ich da tatsächlich gefischt zusammen im Duo. Und wir haben tatsächlich den dritten Platz belegen können. War super, super, super schwierig. War ein Lachse-Forellen-Event. Aber wir konnten echt gut abstauben und Hand aufs Herz. Ich bin jetzt noch nicht so der Routinierteste in dem Bereich... Aber es ist schon interessant, wenn du dagegen zig andere Leute geangelt hast, die alle bedeutend mehr oder deutlich länger. Hui! Leute, der Hype Train hier, ich teile mit euch. Der Hype Train geht gerade durch. Ich habe mal geteilt. Geil. Ähm. Ah, wo war ich? Hier. Alle, die den Hype Train supportet haben, ihr seht es vielleicht, äh, ihr seht es vielleicht gerade nicht, ihr kriegt zusätzliche Emotes. Also ist offensichtlich so, wenn der Hype Train startet, wenn quasi ein paar Leute was gespendet haben zum Beispiel, startet dieser, ähm, dieser Hype Train. Und wenn ihr quasi euch dem Hype Train anschließt, sprich auch ein paar Bits äh, cheert oder sonst irgendwas, bekommt ihr quasi auch die Emotes dann, also die Smileys und so ein Zeug. Seht ihr das da unten? Jeder, der quasi mit aktiver bekommt, dann auch diese Emotes. Mega interessant. Also das nächste Mal, wenn wir so einen Hype-Train starten, geht gerne mit rein. Ihr seht es unten, da sind schon die neuen Emotes. Dann gibt es äh, neue Emotes für die Leute, die teilgenommen haben. Mega interessant. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe daran teilgenommen, äh, habe offensichtlich ganz gut abgeschnitten. Wir sind Dritter geworden. Bei denen läuft das so. Ähm, es gibt. Andersrum, es gibt zehn Preise nachher am Ende von so, von so einem Event. Und der erste darf halt den ersten Preis nehmen, der zweite den zweiten Preis und so weiter. Im Duo entsprechend gibt 20 Preise, sprich die ersten. Ui! Dozer ist nochmal dabei. Tut, tut! <laughs> Mit 100 Bits. Megamäßig. Vielen herzlichen Dank, Dozer. <laughs> der hat auch schon wieder die neuen Emotes genommen. Ja, so. <laughs> ähm, ja. Also es war wirklich gut und im duo gibt es, wie gesagt, 20 Preise dann. Sprich, für die ersten 10 Teams. Wir hatten jetzt das Glück, es gab, glaube ich, es gab vier Finaltickets, meine ich, an dem Tag. Noch fürs große Finale. Und die ersten beiden haben ein Finalticket genommen. Dann hatten, glaube ich, die zweiten. Stimmt gar nicht, es gab sechs Finaltickets. Und ja, entsprechend alle brauchten noch Finaltickets, obwohl es die letzte Veranstaltung in diesem Jahr war. Und dann waren zum Glück noch für uns beiden jeweils ein Finalticket über. Und das bedeutet, ich darf im nächsten Jahr, im großen Finale der Peterfischen. Wird interessant. Also das war das war echt cool. Und auch aus dem Grund, haltet es mir bitte nicht nach, aber aus diesem Grund, weil das echt nochmal ein wichtiges Event war, äh, daran habe ich teilgenommen und dann konnte ich entsprechend nicht abends im Stream sein, weil ich das leider vorziehen musste. Ui, das ist ja mal was. Gucken wir mal, Memphis, 3 Euro, mach weiter so. Vielleicht trifft man sich mal in Schleswig-Holstein. Ähm, Memphis, das ist noch ein Plan von mir. Weil, das kann ich jetzt auch schon sagen, ich probiere meinen Anglerhorizont. Ui, Holgim, hat zwei Monate lang erholt abonniert. Doch, das ist dein Zwei-Monats-Abo, äh, dein, dein zwei Holgim. Das ist der Zwei-Monats-Patch quasi für dich. Ist der, ähm. Ist der gerade? Also, du bist jetzt erst quasi mit einem Zwei-Monats-Abonnement dabei. So, entschuldigt, ich muss kurz meine Zigarette voll machen, dass ich vielleicht noch ein bisschen mit euch auch noch dampfen kann. Ähm, Schleswig-Holstein, ich habe Bock drauf, äh, mal nach Schleswig-Holstein zu kommen, auf jeden Fall, aber wahrscheinlich nicht, um Forellen zu angeln, sondern. Ich werde wahrscheinlich meinen favorisierten Angelkreis auf Forelle auch noch so ein bisschen ausdehnen. Und ich habe richtig Bock, auch ein bisschen auf Raubfisch zu angeln. Richtig, richtig Bock drauf. Und bin jetzt gerade dabei, so mir ein bisschen meinen Tackle zusammenzustellen. Und äh, dann werde ich auf jeden Fall nach Schleswig-Holstein kommen, alleine um da auch mal vielleicht ein paar Raubfische nachzustellen. Ich hätte mir sagen lassen, ihr habt da ein paar richtig gute Gewässer. Und. Äh, da habe ich schon richtig Bock drauf. Definitiv. Also da, wie gesagt, würde ich auf jeden Fall mal vorbeikommen. So, Mike fragt, was hältst du von polarisierenden Sonnenbrillen? Nutzt du eine solche und wenn ja, in welcher Situation? In welchen Situationen? Ähm, ja, ich nutze eine. Häufig. Nicht immer, weil ich die häufig ver vergesse, aber äh, ja, ich nutze eine. Welche Situationen sind dafür da? Also grundlegend empfehle ich beim Angeln immer eine zu tragen. Aus zwei Gründen. Das muss aber wirklich eine vernünftige sein. Punkt 1, eine Polarisationsbrille hilft dir, die Wasserspiegelung ein bisschen aufzubrechen, so möchte ich es mal formulieren. Manche sagen: Ja, ja, setz eine Polbrille auf, also. Polarisationsbrille, Kurzform ist Polbrille, sagen, wenn du eine Polbrille aufhörst, kannst du komplett durchs Wasser gucken. Nee, ist Quatsch, das funktioniert nicht. Das Einzige, was eine Polbrille macht, sie hilft, die Verspiegelung der Wasseroberfläche leicht, ja, leicht aufzuheben, so möchte ich es mal formulieren. Sprich, ähm, ich meine, das hat was mit, 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 mit Strahlen zu tun, ja, im Sinne von Strahlengesetze, ähm, Einfallswinkel ins Wasser gleich Ausfallswinkel vom Licht. Und ich meine, eine Polbrille hilft durch eine spezielle... Eine Polbrille hat verschiedene... ist mal ganz interessant, könnt ihr euch auch mal angucken. Könnt ihr auch mal einen Test machen. Es gibt so einen, einen Teststreifen für Polbrillen. Polbrillen haben... Wie soll ich das nennen? Die ist von, die ist von der Struktur her. Hat, die, hat eine Polbrille so äh, Linien quasi in den, in den Scheiben. Und das hilft auf jeden Fall. Ähm, ja, eine gewisse Lichtreflexion zu verhindern und dadurch kannst du in der Theorie weiter ins Wasser gucken. da wenn du jetzt in den letzten Schmoddersee reinguckst und das Wasser ist trüb wie, wie blöd, dann bringt dir auch die beste Polbrille nichts. Ne? Aber hast du zum Beispiel ein sehr klares Gewässer, Reichwirtschaft Lehmann zum Beispiel, Mohn zum Beispiel, ja, um jetzt mal ein Paar zu nennen. Du stehst da wirklich am Wasser und das Wasser ist auch noch, ähm, ja, flach, also du hast kaum Wind, kaum Wellenbewegung auf dem Wasser. Dann kannst du wirklich schon sehr weit reingucken. Oh, Paul Trout Area ist auch dabei mit einem Prime Sub. Hey, Paul, vielen herzlichen Dank an der Stelle für dein äh, für deinen Prime Sub. Vielen, vielen lieben Dank, mein Freund. Ähm, die Poli-Brille hilft dir auf jeden Fall ins Wasser. Ja, nicht ins Wasser zu gucken, aber die, die Spiegelung vom Wasser ein bisschen aufzubrechen. Dadurch kannst du in der Theorie tiefer ins Wasser gucken. Theorie. Praktisch gesehen funktioniert das auch ganz gut. Und was noch äh, interessant ist, und das ist, finde ich, auch ein sehr wichtiger Aspekt, Leute. Das ist so als Tipp gerade für euch Brillenträger, ja. Wenn wir am Wasser stehen und gerade im Sommer oder wenn es sehr sonnig ist, das Wasser reflektiert in einer sehr starken Form sogar Sonnenlicht. Sonnenstrahlen. UVA, UVB und UVC meine ich sogar. Aber sei es drum, auf jeden Fall Sonnenlicht. Und ihr könnt nicht nur einen Sonnenbrand auf der Haut bekommen. Ihr könnt auch einen Sonnenbrand auf der entweder Hornhaut oder auf der Netzhaut bekommen. Ich weiß es nicht genau, medizinisch, aber auf jeden Fall, ihr könnt euch quasi die Augen verbrennen. Ja. Und das ist A, nicht gut für eure Augen. Es ist sehr schädlich. Punkt B tut es sehr weh. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr vom Angeln kommt, abends und euch tränen die Augen so und irgendwie. Ja, das ist ein Sonnenbrand auf dem Auge. Es hört sich blöd an, das ist aber tatsächlich so. Ihr könnt das gerne mal googeln. Und deswegen hilft es alleine schon, eine Polbrille oder generell eine Sonnenbrille aufzuhaben, die natürlich einen UV-Filter mit drin haben. Ne? Und gerade für uns, äh, uns Brillenträger nochmal, eine Brille, die wir auf, der, auf, dem, auf, dem, auf den Augen haben, die hilft ja auch nochmal, die Licht, das Licht, das ins Auge kommt, nochmal neu teilweise zu fokussieren und passend entweder den Kegel quasi zu vergrößern oder zu verkleinern vom Licht, was reinkommt, je nachdem, was ihr für eine für eine, für eine Sehstärke habt, ob nun kurzsichtig oder weitsichtig. Ne? Und das sorgt quasi auch dafür, dass ihr, ja, dass das Ganze noch stärker bei euch sein kann. Dazu kommt noch, je nachdem, wie ihr zum Wasser steht, wie hoch und so weiter und ob, ob ihr Wellenbewegung habt, teilweise kann das Wasser auch nicht nur die Strahlen reflektieren, sondern auch noch, ich sag mal, vergrößern. Ja? Also, sprich, es wirkt dann auch nochmal wie eine Lupe. Das heißt, die UV- ja die UV, ähm, Strahlen sind nochmal deutlich schädlicher für euch. Deswegen, heißer Tipp von mir und auch ein gut gemeinter Gesundheitsrat, tragt Sonnenbrillen, beziehungsweise Polbrillen, gerade wenn ihr lange am Teich steht. Ja? Also ihr könnt a theoretisch besser ins Wasser gucken und Punkt B, ihr schützt eure Augen. Also Polbrille definitiv mitnehmen. Eine Polbrille hilft mir gerade im Sommer, Mike, um eine Frage jetzt zu beantworten. Um Fische zum Beispiel an der Wasseroberfläche oder je nach Tiefe des Gewässers, vielleicht auch mal im Mittelwasser, vielleicht auch im Grundnähe, jetzt kommt halt auf die Tiefe des Wassers an, Fische gezielt sehen zu können und dann auch Fische entsprechend anwerfen zu können. Und gibt dir auch einen guten Indikator, wo steht der Fisch. Ja, du siehst ihn dann besser. Und äh, zum anderen, ähm, in welcher Höhe, in welcher Tiefe und kannst entsprechend deine Angelei anpassen. Also den Situationen nutze ich es. Und wenn ihr euch eine Polbrille kaufen wollt, welche nutze ich? Ich bin Brillenträger. Ich könnte mir theoretisch eine Polbrille anfertigen lassen vom Optiker. Die kostet mir richtig viel Geld. Sag mal so 250, 300 Euro aufwärts, je nachdem, ob du die noch entspiegelt haben möchtest und so weiter und so fort. Schlagarm und weiß der Kuckuck was und nach Modell gibt es nach oben natürlich keine Grenze. Wenn du kein Brillenträger bist, gibt es sehr gute Polbrillen Von sehr günstig bis sehr teuer. In der Theorie. Ist ein Polfilter ein Polfilter in der Theorie. Also da gibt es nicht gut und schlecht. Entweder du hast einen Polfilter du hast keinen Polfilter. Dazu kommt dann aber, je nach Hersteller von einer solchen Polbrille, kannst du zusätzliche Glasvergütung mit dabei haben. Sprich, ist es kratzresistent, ist kratzresistent, es ist vielleicht noch zusätzlich entspiegelt, ist es ist super stark entspiegelt. Weiß der Kuckuck was noch alles, ja. Und was auch sehr wichtig ist, ist die Brillenform an sich. Sprich, die eigentliche Polbrille sollte wirklich gut deine Augen komplett bedecken. Und die beste Polbrille bringt nichts, wenn deine, das Brillengestell nicht optimal ist. Sprich, wenn du Streulicht ins Auge bekommen kannst. Was ist Streulicht? Als Beispiel bei meiner normalen Brille sind die Ränder hier links und rechts offen. Seht ihr vielleicht. Und am besten im Endeffekt ist es, wenn du nur Polbrille hast, du die du dir auf die Augen setzt und komplett um die Brille rum. Ist es zu? Ist es wirklich schwarz? Wie ähnlich wie bei einer Taucherbrille, so sage ich mal. Ja? Das heißt, dass kein Licht, das nicht durch die Polarisationsbrille gefallen ist, in dein Auge kommt. Dass du den Rest quasi abschottest. Das ist nicht sehr einfach und nicht jede Firma bietet das an. Und manchmal ist einfach die Brillenform nicht oder die Glasform auch nicht optimal. Und daher musst du so ein bisschen gucken. In der Theorie kriegst du eine gute Polbrille, ich sag mal ab 20 Euro. Die richtig guten, die kratzresistent sind und so weiter und so fort, die kosten ein paar Mark mehr. Wenn ich kein Brillenträger wäre, würde ich mir eine Wiley X Brille kaufen. Ich mir persönlich. Ja, Wenn ich kein Brillenträger wäre. Die Wiley X Brillen sind deutlich teurer. Die kosten so ja, ab 100 Euro ungefähr. Das sind aber High-End Brillen. Die sind gigantisch gut. Die Filter, die da drin verbaut sind, sind 1A mit Sternchen. Das nur so als Tipp. Und generell noch als Tipp für euch: Die gibt es auch beim Easy, bei spoon.fishing. Der hat Wiley X zum Glück im Programm. Das bringt mich mehr oder weniger schon zu einem. Uh, nur anderen Punkt. Die X-Brille wird es demnächst wahrscheinlich, alle Angaben immer ohne Gewähr, zu einem sehr attraktiven Preis beim Easy geben, weil Easy wird dieses Jahr auch am Black Friday Sale teilnehmen. Das bedeutet, ihr habt die Möglichkeit, ich muss jetzt noch mal eben kurz meine schlaue Liste aufmachen, weil da habe ich mir ein paar Eckdaten für heute notiert, die ich mit Easy auch noch mal durchgegangen bin. Der Black Friday wird bei Easy am 27., 28. und 29.11. stattfinden. Das heißt, da wird es sehr gute Angebote geben. Unter anderem, wie gesagt, auch Polbrillen von YLX, die sehr stark reduziert sein werden. Ismail hat sich dafür entschieden, nicht zu sagen, es gibt zum Beispiel 5% auf alles im Shop, sondern er hat gesagt, ich werde mir einzelne Produkte rausnehmen und werde die zu richtigen Kampfpreisen rausknallen. Also Kampfpreisen, wirklich Preise, die ihr wahrscheinlich so in der Form noch nicht wirklich vergleichbar gesehen habt und da wird auch eine Wiley X Brille zum Beispiel drin sein. Da werden aber auch zum Beispiel Spoon Pakete mit bei sein, sprich dass zum Beispiel 10 Spoons angeboten werden zu einem wirklichen Kampfpreis oder auch Spoons teilweise mit einer Spoon Mappe zum Beispiel dabei zu einem Kampfpreis. Nun damit ihr die Größenordnung mal ungefähr hört, ist jetzt ungefähr wie gesagt, ich habe nur mit ihm gesprochen. Alle Angaben wie immer ohne Gewehr. Als Beispiel, es gibt ziemlich gute Spoons von Presso, zum Beispiel, der hat der Easy. Könnte es zum Beispiel ein spoonpaket paket geben. 10 Spoons kostet, glaube ich, normalerweise 69 Euro knapp sowas bei ihm. Er haut dann 10 Stück für 39,99 Euro raus. Als Beispiel. Also da werden wirklich richtige Kampfpreise dabei sein. Also kann ich euch nur den Tipp geben. Wenn ihr noch ein bisschen was beim Easy kaufen wollt, 27., 28. und 29.11. Easy zieht da auch mit und da wird es richtig krasse Angebote geben. Checkt also mal gerne den äh, Shop von ab. Ja. So, aber jetzt, um das Thema Poolbrille jetzt komplett zu Ende zu bringen, was benutze ich? Weil ich eine Sehstärke habe, wenn ich ein bisschen Gelackmeiert. Ich nutze eine sogenannte Clip-on-Brille auf meiner normalen Brille. Das bedeutet, das ist nur so eine Art. Eigentlich ist das so eine typische Rentnerbrille. Kennt ihr das? Diese Rentner, die im o im Pauschalurlaub irgendwo auf Kurs oder in der Türkei stehen und haben hier oben diesen Clip an der Brille, den sie hochklappen können. Ja, so ein Ding nutze ich halt zum Angeln. Funktioniert für mich ganz gut. Ist nicht optimal, weil wie gesagt, meine Brille ist sehr streulichtempfindlich. Ihr seht es hier. Ähm, ja. So. Das nutze ich. Wenn es anders geht, würde ich es aber tatsächlich anders machen. Äh auch Achso, Dosa sagt wegen drei Monate, hab's auch nur zum Rumklicken geschafft. Ja, ja, dritter Monat, definitiv. Wird langsam immer mehr. 121 Follower schon. Ja, Chrisar. Da arbeite ich ja drauf hinaus. Ich finde das ja wirklich toll, dass ich offensichtlich viele Leute mit meinem Stream geistere. dass die das toll finden, dass sie sogar bereit sind, nicht nur anderthalb Stunden ihre Sonntags quasi für uns oder für mich ja auch zu opfern, sondern sogar auch noch bereit sind, zum Beispiel mit einem Sub, mit einer Spende, mit ein paar Bits oder sowas dabei zu sein. Also an der Stelle nochmal vielen herzlichen Dank. Und ja, die Anzahl wächst. So. Die wächst und es wird auch demnächst auf YouTube wieder losgehen. Ähm, für euch eine, vielleicht eine ganz interessante Information aktuell. Ich habe ja wenig Zeit leider. Ne? Durch Hauptberuf, Nebenberuf, jetzt junge Familie und so weiter. Ich habe es jetzt geschafft, einen Cutter für mich zu gewinnen. Der mir quasi vielleicht, wir müssen das mal gucken, wir sind gerade im Bereich eines Testvideos. Der mich vielleicht im Bereich des Schnitts der Videos unterstützen kann. Ich habe nämlich da äh, ja bestimmt noch 20 ungeschnittene Videos hier liegen und ich habe jemanden jetzt gefunden. Damiano, mein Moderator, ist auch wieder mit einem Sub dabei. Vielen lieben Dank, mein Freund. Zwei Monate hast du jetzt auch schon gerockt. Danke dir für deine Unterstützung hier. Nicht nur für den Sub, sondern generell. Du gibst mir auch ganz, ganz viele Infos häufig mit. Dankeschön dafür. Jeden Fall habe ich jemanden gewinnen können, der, sage ich mal, dieses Rohmaterial, das ich noch auf meinem Rechner liegen habe, dann auch vielleicht irgendwo in einer sehr schönen Form vielleicht auch für euch in Videos äh, wandeln kann. Und ähm, ja, da sind wir, wie gesagt, gerade in der Testphase. Wenn das so gut laufen sollte, ist es theoretisch möglich, dass ihr jede Woche demnächst wirklich ein super Video von mir bekommt. Auch vielleicht in einer noch besseren Schnittqualität, als es von mir eh schon gewohnt seid. Und da freue ich mich drauf. Da sind wir, wie gesagt, gerade in der Testphase. Aber ich habe aber auch, ihm aber auch gesagt, ey, ich komme nicht mehr zeitlich hinterher. Und kann sein, dass das äh, vielleicht sich bald ändert und dass ihr dann regelmäßig neuen Content bekommt. Dann denke ich, geht es auch auf. Ui. Das ist ja gigantisch. Auf die nächsten Monate. <laughs> Danke, Damiano. 500 Bits. Vielen herzlichen Dank, mein Freund. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Mann. <laughs> Würde ich ganz sentimental hier. <laughs> ah, ja, auf jeden Fall, es geht auch auf YouTube weiter. Von daher denke ich, werden wir auch in der nächsten Zeit dann noch vielleicht ein bisschen mehr wachsen und vielleicht auch durch das Raubfischthema, das ich ja auch super interessant finde. Damiano, ja, ich habe es vorhin gesagt, ich werde jetzt auch versuchen, im Raubfischsektor ein bisschen aktiv zu werden, äh, da meine Erfahrungen zusammen, Ich weiß, dass du ja auch ein passionierter Raubfischangler bist. Ähm, ich denke, das wird vielleicht auch meine Attraktivität auf YouTube vielleicht auch nochmal erhöhen oder hier auch im Chat, dann können wir uns nämlich vielleicht bald auch über Raubfischthemen unterhalten. Ich bin da nämlich auch schon wieder gerade wie ein Schwamm unterwegs, hole mir alle möglichen Infos rein über Haken, Gewichte, Techniken, Schnüre, ach, allen Schrott und bin gerade halt dabei, das Ganze so ein bisschen für mich zu entdecken und ich finde es super interessant und, und mal gucken, was da noch folgt. Kamikaze hat es geschrieben: Ich habe immer eine auf, stört nicht ich hatte mal einen Haken im Augenlid bei dem selten ohne Brille. Polbrille ja das kommt auch noch mit dazu ne? eine Polbrille ist natürlich auch ein physischer Schutz vor euer Auge vor rumwedelnden rumfliegenden Posen Brillen Bleien, was der Kuckuck was also auf jeden Fall dabei sein ja ich will mir sich mal noch gratuliert zu meinem zu meinem Pete Gewinn vielen lieben Dank fragt, was sind deine Top 5 Gewässer in Deutschland? Also für Freunde natürlich. Boah, es ist schwierig zu beantworten. Ich habe inzwischen schon so viel beangelt. Und. Ähm, oh. Also. Also ich, es gibt bei mir keine Top 5, so möchte ich es Also keinen Platz 1 und keinen Platz 5. Ich erkenne ein paar Anlagen, die ich wirklich bedenkenlos empfehlen kann, die ich toll finde. Und die sind aber alle für mich auf einem ähnlichen Niveau. Das sind zum einen. Fischzucht Möller, Hakenbleck, ne, hat der Erwin neulich auch ein Video darüber gemacht. Sie, ziemlich, ziemlich, ziemlich gute Anlage. Dann natürlich Teichwirtschaft Lehmann, da führt meiner Meinung nach kein Weg dran vorbei. Ähm, dann Mohnen, ihr kennt es. Dann definitiv äh, das Steinbachtal, definitiv. Und dann kommt so ein bisschen drauf an, ich finde den Siegsee, bei uns halt in Bünde ist ein kleines Gewässer, finde ich auch super schön. Kann man super angeln. Super idyllisch. Gerade wenn ich mal sage, ich möchte nur einen halben Tag angeln. Megamäßig. Und, ähm. habe ich jetzt vergessen? Ich habe nur irgendjemanden vergessen. Ach, klar. David. Steinfeld. Finde ich auch super schön. Beim David ist immer das, das, das Ding so. Da ist das Wasser nicht ganz so klar wie in vielen anderen Anlagen. Aber die Fische kampfstark, die fressen alles gut. Also auch da gar kein Thema. Und der David ist einer der nettesten Fischzuchtbetreiber oder Angelanlagenbetreiber, die ich kenne. Also da an der Stelle, David, irgendwo ist auch nochmal an dich. Passt. Und das sind so die Anlagen, an die ich gerne fahre. Oder wenn dann auch er mich mal anruft, wenn Werner und fragt, ey Max, wollen wir da und dahin angeln? Bin ich sofort dabei. Bedenkenlos. Max, hast du auch die neuen Paar Limited? Easy hat im Shop neue. Ich habe sie mir schon bestellt. Bob benny bisher noch nicht. Äh, Hand aufs Herz, ich habe in der letzten Zeit sehr wenig Geld fürs Forellenangeln ausgegeben. Wenn dann war ich nur Angeln, aber auch aus einem einfachen Grund. Ähm, Gerade bei Pal. Ich zeige dir mal was. Pass auf, Benny, dann weißt du, was ich meine. Das ist jetzt nur Forest Mio und Forest Pal plus ein paar Fix-Matches. Pass mal auf. Das hier sind nur Mio 1,5er, glaube ich. Das sind nur Mio 2,2. Dann haben wir hier. Boah, welche Größe ist das? 2,8. Das sind alles Mio 2,8. Plus hier unten noch. Hier, das sind alles Pal äh, Limited Farben schon, russische Limited Farben. Das hier sind alles Forest Pal in 1.6. Auch mindestens die Hälfte Limited. Dann Forest Pal 2.5, alles. Und hier haben wir ein paar Pal 3.18, das glaube ich post ein paar Forest Fix mit unten. Dann weißt du ungefähr, was ich an... An Forest Spoons aktuell habe und Hand aufs Herz, die Mappe ist quasi bis zum Bersten voll. Guck dir das mal an, wie dick die ist. Äh, das reicht mir. Also so müsste eigentlich mal wieder welche aussortieren, um mir ein paar neue zu holen. Und ja, das ist einfach viel zu viel. Und ich bin jetzt eh davon, so ein bisschen weg, mir Forest Spoons zu holen. Die sind gut, die funktionieren, die fangen. Aber Hand aufs Herz, ich habe ja wie gesagt meine Passion. Entdeckt an Spoons, das ist der Anton Spezial. Das ist absolut momentan wirklich mein Spoon, wo kein Weg für mich mehr daran vorbeiführt. Und ähm, ich hänge da halt jetzt auch so ein bisschen in der Entwicklung drin, sprich Farben und Größen, Modelle und so weiter. Da wird noch sehr, 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 sehr viel kommen, von dem ich weiß, von dem ich euch noch nicht viel sagen darf oder kann, aber zu geeigneter Zeit tue ich das. Und dann brauche ich keine anderen Spoons mehr wenn das alles so läuft, wie ich es brauche. Also von daher, wie gesagt, für mich meine absolute Fokussierung auf den Anton Spezial. Persönliche Meinung, wie immer, ne? Meine persönliche Meinung. Aber ich kann es immer nur wieder sagen, wir waren auch, äh, wie gesagt, vor drei, vier Wochen waren wir auf so einem UL-Event, Gummi versus Spoon. Ich habe den Anton Spezial drauf gehabt. Am ganzen Teich ging nicht mehr viel und ich habe, glaube ich, noch acht Fische gefangen oder so. Also. Der ist halt sehr fängig und der hat funktioniert auch halt in sehr vielen Situationen sehr gut. Und von daher, ich brauche nicht mehr viel anderes. Hand aufs Herz. Paul Trout Area sagt auch noch Hallo. Hi. Erstmal vielen lieben Dank auch nochmal für deinen Sub von vorhin. War echt lieb. Udo ist da, nein, Saftnasen. Ah, Udo, der Udo. Unser lieber Angelbär ist auch da. Hi, grüß dich. So. komm in der Heringssaison nach, nach Lübeck? Da geht es richtig ab. Ja, das glaube ich. War auch meine Überlegung tatsächlich. Auf Hering auch ein bisschen zu angeln und so weiter. Ich habe da richtig Bock drauf. Uwe, ja, meine Frage. Hat wer eine Erfahrung gemacht? dass die neuen Teige nicht so gut an den Haken hält. Habe ich den Eindruck? Äh, Apfel, Banane, Pflaume, ja, die haben eine leicht andere Konsistenz. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ähm, na ja. Ich nutze halt die Fruchtsorten meistens so für auftreibende Geschichten oder für ja, Sachen, die ich nicht unbedingt sehr, viel, sehr lange aktiv fischen muss. Und, ähm. Das Einzige, was ich wirklich viel aktiv fische, ist schwarz und weiß und gelb. Wobei, was ganz interessant ist, da hat mich Patrick winklerst auch drauf gebracht, der weiße Teich hat auch nochmal eine deutlich andere Konsistenz als der gelbe zum Beispiel. Und die Kombination gelb-schwarz hält somit am längsten am Haken. Ich weiß nicht warum, aber das passt vernünftig. So. Mike TFT Longed Slim Glas. Hast du damit jetzt eigentlich schon gefischt? Wie war deine Erfahrung? Äh, gut, ja, habe ich mit gefischt. Das ist meine Allzweckwaffe waffe quasi, wenn du Fisch hast, der sehr Oberflächennah steht. Was heißt mein? Ich habe es von Patrick Winkelhorst. Sind ähm, die sehr Oberflächennah stehen oder grundsätzlich äh, ein sehr langsames Absinkverhalten brauchen? Teichbienenmade zum Beispiel. Dann fischst du mit dem TFT Longed Slim Glass. Das ist ein Glas, das sehr, sehr lang ist und ultra dünn ist. Also wirklich, wirklich ultra, ultra dünn. Und das wirkt, bewirkt quasi, dass das nicht wie ein Blei abfällt, wie ein Stein oder selbst wie normale Slim-Gläser zum Beispiel. Ähm, die sind super, super ja, dünn und dadurch sinken die ganz langsam ab. Dadurch kannst du halt theoretisch den Köder länger im Sichtfeld des Fisches führen. Also auch absinken lassen. Also super Ding. Nutze ich wie gesagt sehr gerne. Welche kann man denn empfehlen? Die gelbe oder die graue? Äh, du meinst die Polbrille jetzt? Eine Sekunde. Es kommt halt so ein bisschen drauf an, ne? Ich denke, er meint die Polbrille, aber ich gucke nochmal gerade. Also ja zich brillen von Wiley äh, X im Programm. Du meinst wahrscheinlich das Glas, oder? Hermann, meinst du das Glas oder was meinst du mit Gelb oder Grau? Ich definier das nochmal kurz, dann beantworte ich dir das gleich. Habt ihr alle den Adventskalender von Spoonfishing? Ha! Ey, Matti! <lacht> Hier! <lacht> das ist das gute Stück. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Wie gesagt... Das bringt mich gerade noch mal zu einem Punkt, Leute. Ich habe es vorhin ja auch schon mal in einem Video kurz auf äh, Facebook angekündigt. Wer noch keinen hat, sollte jetzt Gas geben. Also da sollte sie sollte sich den jetzt selbst kaufen oder beschenken lassen oder weiß der Kuckuck was. Äh, ab Dienstag gibt es die Dinger nicht mehr. Ähm, wirklich. Also die sind super, super, super mega angekommen, die Adventskalender. Wie sie jetzt schon gesagt hat, das wird er nächstes Jahr definitiv nochmal machen. Ähm, und ähm, die sind wirklich mega angekommen, allerdings, ja, jeder soll natürlich die Möglichkeit haben, diese Adventskalender auch vor dem 1.12. zu haben. Damit, als momentan wirklich, ja, die werden halt auch von Hand gepackt beim Easy zum Beispiel. Die werden jetzt fallen jetzt nicht industriell komplett abgepackt, irgendwo aus einer Maschine, sondern da wird wirklich der Karton noch einzeln gefaltet, der Einleger reingepackt, die kompletten Komponenten da einzeln drin äh, verpackt. Teilweise, wenn das nur Kleinigkeiten sind oder kleine Gegenstände sind werden die nochmal mit Watte hinterfüttert, damit die nicht durchfallen. Das ist alles Handarbeit, diesen Adventskalender zu packen. Und äh, jeder, der bis Dienstag noch bestellt, bis Dienstagabend, bekommt auch noch einen. Ab Mittwoch kann der nicht mehr bestellt werden. Und dann, wie gesagt, dauert das so ein bisschen in der Produktionszeitraum für den Kalender, sage ich mal, der Vorlauf so ein bis zwei Tage. Und dann werden die verschickt, sodass die zum Wochenende spätestens da, sei, da sind, sodass sie dann auch am, am Dienstag das erste Kläppchen mit mir gemeinsam öffnen könnt. Also von daher, ja. Wer noch einen haben möchte, was ich im Übrigen nur wärmstens empfehlen kann, alleine schon ja, vom Preis-Leistungsfaktor ist das gigantisch, dann haut jetzt rein. Also wie gesagt, bis Dienstag habt ihr noch die Möglichkeit. Danach ist Feierabend. Mike, hast du dich schon mal mit pressten Durchlaufblinkern beschäftigt? Was hältst du davon? Ist das eine Alternative zu Spoon? Ähm. Ja und Jein. Presten Durchlaufblinker, ich hatte welche. Ich habe sie getestet und habe sie dann verkauft, weil mir das Handling zu blöd, zu schwer war. Dann habe ich den Udo kennengelernt. Udo hat mir zusammen mit Alexander Rabo ein paar Techniken gezeigt, wie man auch Durchlaufblinker ganz einfach ändern kann oder wechseln kann, ohne viel Stress zu haben. Und äh, dann waren sie wieder relativ interessant. Allerdings habe ich nur einen, nämlich einen, den ich auch vom lieben äh, Udo geschenkt bekommen habe. Und ja, ich habe nur einen. Es ist eine Alternative, es gibt hier mehrere Vorteile. Zum einen, du kriegst hier auch einen relativ schwer und auch wenn die relativ schwer sind, die sind relativ voluminös. Also die haben ein sehr großes Blatt. Dadurch fallen die auch nicht einfach durch wie ein Stein, sondern ähm, ja, die laufen trotzdem auf einer ähnlichen Tiefe wie ein normaler Spoon, obwohl sie vielleicht 5, 7 Gramm zum Beispiel wiegen und laufen trotzdem auf einer ähnlichen Höhe wie ein 2, 2er bei gleicher Einholgeschwindigkeit. Aber wie gesagt, das liegt an der, an der Größe des jeweiligen Köders. Ähm, und du hast den Vorteil, dass ein Fisch sich nicht selber aushebeln kann. Bei einem Spoon ist es ja so, wenn der Fisch sich den Spoon packt hinten den Haken, du hast einen gewissen. Hebel, sage ich mal, wenn die Forelle die Route falsch hältst und der Fisch in die passende Richtung schwimmt, kann er quasi den Spoon als Hebel benutzen und kann sich aushebeln und ist frei. Das geht bei einem Presten nicht mehr, weil der Haken halt einzeln vom Wurfkörper quasi ist. Also an sich, ja, es kann eine gute Alternative sein zu Spoons. Ähm, ist für mich ein bisschen schwierig, weil du brauchst, wenn du vernünftig Presten fischen willst, brauchst du nochmal eine eigene Route dafür. Huch. Henning Rosin hat ein Abonnement Stufe 1 geschenkt. An den Forellenjäger. Ja, das ist ja gigantisch. <laughs> ja, Forellenjäger. Dann sag doch mal Danke an Henning Rosin. Und Henning Rosin, vielen lieben Dank auch nochmal, dass du hier noch ein paar Abonnements verschenkst. Danke dir. <laughs> gigantisch ist das zweite Abo, das er verschenkt. Hammermäßig. Ja, aber wie gesagt, wenn du Pressen, Durchlaufblinker viel Fischen brauchst, brauchst du eigentlich eine separate Route, die, sag ich mal, so bis 10 Gramm Wurfgewicht knapp hat. Das haben meine Routen nicht, dann brauchst du eine neue und so weiter und so fort. Oh, Katastrophe. Und das ist so ein bisschen schwierig. Und deswegen habe ich gesagt, ich verzichte und diesen Cake so ein bisschen an mir vorüberziehen. Funktioniert aber. In Dänemark, gerade mit einem Drilling zum Beispiel, eine Waffe funktioniert gut. Martin-Oil-Fishing, Raubfisch hat sich gut an. Hab auch angefangen auf Barsch zu angeln. Hat jemand was an Infos zu Barschrouten bis 15, 18 Gramm? Oh, ich habe mir jetzt ein paar angeguckt. Äh, Martin, das ist nämlich auch das Interessante für mich. Gerade auch Barsch, also aber auch Zander und Hecht natürlich. Aber Barsch gerade bei mir, ich habe einige ziemlich gute Barschgewässer bei mir vor der Haustür. Ähm, ich habe ein paar in der Hand gehabt. Ich habe von Fox Rage eine in der Hand gehabt, die war ganz gut. Auch Dropshot sie Speziell auch fürs Dropshot-Angeln, weil ich möchte auch ein bisschen mehr Dropshot fischen. Es gibt aber auch noch die Cherry Bomb von Zec. Die ist auch ziemlich gut. Hat auch ein sehr interessantes Preis-Leistungsverhältnis. Ja, da musst du ein bisschen gucken, was dir halt liegt. Ne? Es gibt auch. Das kann ich mir aber erst in ja, ein paar Tagen, beziehungsweise in ein, zwei Wochen erst anschauen. Es gibt auch von Abu Gassi eine ziemlich interessante Route. Die werde ich auf jeden Fall testen, weil, ja. Ich mag Abu, das wisst ihr vielleicht. Ich habe selbst eine Abu-Route, bin top mit zufrieden. Und ich werde jetzt in der nächsten Zeit auch mein Routensortiment um ein paar weitere Abu Garcia Routen aufstocken. Und möchte auch gerne mal die Rollen zum Beispiel von Abu Garcia testen, weil die teilweise auch ein super interessantes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Und ich möchte die einfach gerne mal testen. Und das kommt aber alles später. Das äh, ist schon bei mir auf dem Wunschzettel quasi, was ich mir dann vielleicht mal irgendwie demnächst... Kurz vor oder kurz nach Weihnachten noch mal gönne oder zu Weihnachten gönne. oh mal gucken, da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Aber ja, Martin, genau das suche ich auch. Eine vernünftige Route bis 15, 18 Gramm und ein bisschen dropshotten zu können, vielleicht leicht jiggen zu können. Ja. Hermann, sorry, katzu clip ähm, Ja, ich habe beide. <laughs> ich habe mir gleich beide gegönnt. Ähm, aus dem einfachen Grund, du nimmst eine gelbe Polbrille, wenn es sehr bewölkt ist. Das Gelb erhöht quasi deinen Kontrast, den du siehst. Sprich, du machst dunkle Stellen oder dunkles Wasser ein bisschen heller. Es gibt dir einfach eine andere Kontrastwirkung. So, das hilft gut. Und Grau, beziehungsweise ja fast schon schwarz ist das hilft dir halt, Dinge abzutönen. Sprich dann im Hochsommer. Also, ich habe einfach beide, die ich mir dann im Winter meistens eine gelbe drauf knalle. Außer die Sonne steht echt mega hoch. Und äh, knallt gut auch noch im Winter, dann auch da schwarz, aber in so ein, ja, im Herbst, so wenn es so, ja, ja, so ein bisschen verregnet ist und so, gerne gelb. Und im Sommer dann grau. Habe ich mir einfach beide gekauft, weil die kosten ja nicht so viel. Cashew. Cashew? Habe ich richtig ausgesprochen? Cashew? Schreibt, <laughs> hallo Leute. Wie geht's euch? Ach, Cashew, schön, dich hier im Stream begrüßen zu können. Ich <laughs> habe heute eine Sch Schelle bekommen ich von meinem Bananenbrot die Kruste abgeschnitten habe. Ich bin jetzt traurig, so, aber ich muss das jetzt loswerden. Huch, okay, Cashew, das hört sich auch interessant an. Ja, ist ja nicht, ist ja nicht tragisch. So, mal wieder arbeiten, bis später, Kisa, reingehauen. Na, ja, guck, Udo ist auch ein Fan von den Presten. Udo geht's wieder relativ gut, das auch mal gut sein. Welche Farbe ist denn von den, von den Brillen gut? Ähm, habe ich gerade erklärt. Es kommt halt so ein bisschen drauf an, was, was, du, was du tun möchtest. Ne? Also wie gesagt, alles, was sehr hell ist, sehr helles, so ein gelb, ein Gold. Das erhöht halt den Kontrast, den du dir anguckst quasi. Also wenn du auf dunkle Dinge guckst, macht es den Kontrast nochmal etwas, etwas anders. Du kannst im Übrigen auch, das ist so als heißer Tipp für euch, du kannst die Polbrillen, auch gerade die gelben. Ich zum Beispiel habe Probleme nachts. Lange Auto zu fahren, weil ich das sehr anstrengend finde, nachts Auto zu fahren. Du kannst ja aber einfach von Gamakatsu zum Beispiel den gelben Clip nachts draufknallen und kannst damit gut Auto fahren. Warum? Zum einen hilft dir eine Polbrille auch beim Autofahren, dass du nicht so stark geblendet wirst, beziehungsweise dich Reflektionen von Glasscheiben und Schildern nicht so extrem blenden. Und zum zweiten erhöht es auch nachts den Kontrast, bedeutet du kannst etwas angenehmer, auch etwas gezielter und ein bisschen weiter gucken nachts hilft mir sehr. Deswegen, ich habe die quasi immer im Auto liegen und deswegen verpenne ich die eben auch manchmal, habe die nicht mit beim Wasser, weil wenn mich jemand mitnimmt, dann liege die Polbrille, Brillen halt bei mir im Auto und dann habe ich sie nicht mit. Ähm, aber wie gesagt, das geht. Das nur so als Tipp. Also Gold, Gelb hilft halt den Kontrast ein bisschen zu erhöhen, auch ein Braun, alles was so ja, grau, schwarz wird, das ähm, ja, ist halt für, 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 für den Sommer ziemlich gut. Es gibt so ein Mittelding, was du quasi fast immer tragen kannst. Das sind diese blau verspiegelten Brillen, sage ich mal. Generell, wenn die ja, diesen Mirror-Effekt quasi drauf haben, also glänzend sind außen, ähm, hilft es dir auch nochmal Licht oder Strahlen zu reflektieren und dass sie erst gar nicht durch die Brille kommen oder von der Brille gefiltert werden müssen. Ja, so zur Info. Vielleicht hat das geholfen. Ich wollte mal wieder nachfragen, hast du den Mirax 30 schon getestet? Äh, ja, Mike, habe ich. Warte. Ich's Hier meine schöne Beintasche, ne? Habe ich getestet. Ich habe mir da so eine kleine Box für gebaut. Vielleicht kannst du sehen. Mit schon ein paar Farben, ich habe leider noch nicht alle. Habe ich testen können, ist aber schon ziemlich heftig, muss ich fairerweise sagen. Also es ist ein schöner Köder. So guckt euch das mal an. Das ist ein Mirax 30. Also der ist super, super klein und dünn. Kann mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit bei großen Lachsen im Sommer gut funktionieren, generell im Sommer. Oder bei großen Lachsen, die nicht fressen wollen, die keine normalen Ködergrößen nehmen. Da kannst du häufig bei solchen Ködergrößen dann noch Glück haben dass die entsprechend darauf reagieren, die fressen dann nicht aus von Hunger wegen, sage ich mal, sondern aufgrund von Abwehrverhalten oder von Revierverhalten, dass die da mal drauf tacken und dann hast du sie verhaftet. Ich Kann euch da aber auch schon so viel zu sagen, wenn ihr den Mirax 30 fischen wollt mit einem dicken Haken kommt ihr da nicht weit. Also da werdet ihr sehr sehr dünne Haken nehmen müssen. Eure normalen Standardhaken könnt ihr da wahrscheinlich vergessen oder nur extrem fummelig. Da müsst ihr euch andere Haken holen, habe ich auch schon. Ja, die gehen dann. Aber die normalen Haken keine Chance. Ähm Alex schreibt, habt die Clip auch versucht? Ja, ich finde die nicht schlecht. War mit zu klein. Hab jetzt die Nalzer, die auch komplett zu. Ach, die Nalzer oder meinst du die Balzer, Alex? Ähm. Mir waren manche auch zu klein. Die von Gamakatsu waren okay. Äh, es gibt noch bessere. Die gibt es dann auch. Da musst du immer mal vergleichen. Bei Amazon gibt es auch die in, in nochmal größer. Da musst du einfach mal ein bisschen durchklicken, ähm, was der die größte, größte Polbrillenclip ist, den es da gibt. Für der für deine Brillenform auch entscheidend ist. Meine ist jetzt ja zum Beispiel eckig. Dann nehme ich, brauche ich eine andere, als wenn du zum Beispiel eine ovale Brille hast. Eine runde Brille oder weiß ja Kuckuck was. So als Tipp. Da gibt's auch noch größere. Bei Black, feine Angebot beim Easy, dann wird bestellt, also Black Friday meinst du? Ja. Wie gesagt, für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, 27., 28. und 29. Black Friday Sale bei Easy. Da wird er wirklich, hat er mir schon gesagt, da wird er richtig auf die Sahne hauen. Da wird es Angebote geben. Hui. Von den Dingen, die ich schon gehört habe. 10 Spoons für 39,99, die normalerweise knapp 70 kosten. Wiley X Brillen im Angebot und so weiter und so fort. Also guck da mal rein. Auch die Wiley X Brillen, die sind jetzt relativ teuer. Die kosten alle, ich sag mal so 140, 150 Euro. Oder auch 200 Euro. Guck da mal rein. Da wird es, hat er mir schon gesagt, eine Wiley X auch geben zu einem super, super, super interessanten Preis. Checkt das Ganze einfach mal ab. Heißer Tipp, gerade wenn ihr vielleicht noch eine Polbrille sucht oder braucht. Eugene ähm, sagt, das hängt davon ab, ob die Sonne scheint oder ob es bewölkt ist. Genau. Wenn bewölkt ist gelb, wenn die Sonne scheint schwarz bzw. grau. So. Rosa freut sich schon, wenn wieder Videos von mir kommen. Ja, bald. Also wie gesagt, ich hoffe, also ich habe schon ein Probevideo, ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber es wird definitiv besser in der nächsten Zeit. Also wie gesagt, wenn man sich da einig wird und wenn man zusammen arbeiten kann, das muss man noch ein bisschen klären, dann könnte es in der nächsten Zeit deutlich mehr Videos geben. Sascha, hast du schon wegen der Trouts geschaut? Meine scheinen noch nicht aktuell zu sein. Fehlt noch alles von vor drei Wochen. Äh, nein und ja. Nein, ich habe noch nicht nachgeguckt, dass sie fehlen, absolut. Und mein Lieber, das mache ich jetzt. Die trage ich jetzt nämlich nach. Ähm, ich habe mich letzte Woche nicht mit, dem, mit den Trouts beschäftigt. Das kommt quasi jetzt. Ich mir das einmal kurz anschaue. Und dann gibt es jetzt deine Punkte, die ich dir nachtrage, mein Freund. Guck nämlich mal gerade die Bits, die sind auf, ja, Bits werden, glaube ich, Bits werden auch, glaube ich, gezählt. Aber auf jeden Fall deine, dein, dein Geld, das du gespendet hast, das trage ich jetzt in diesem Moment nach. So. Guck nochmal gerade nach. So, das hatte ich von dir. pop 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 bupp. Upp, pop pop Da ist der Sascha G. So, Sascha hat 15 Euro gespendet. So. Das bedeutet, 750 Euro kommen beim äh, 750 Punkte kommen beim lieben Sascha drauf. Die trage ich jetzt in diesem Moment nach. So. So, und damit hat der Sascha schon mal seine Punkte bekommen. Wie gesagt, ich mache es jetzt, tut mir leid, wenn es jetzt gerade einen Moment länger dauert. Memphis hat noch 3 Euro gespendet, den trage ich jetzt auch gerade mal nach, weil ich möchte nicht, dass mir das jetzt wieder untergeht, dann, das möchte ich einfach nicht. Das wäre nicht fair und dann soll ja auch gewertet werden. Äh. Memphis ist noch relativ frisch, deswegen muss ich ihn gerade mal suchen. Zumindest hat er noch nicht so viel geschrieben. Ähm oh, ich suche dich mal einfach, sonst dauert mir das hier zu lange. Memphis. Interessant, du wirst mir noch gar nicht angezeigt. Dann kommt das wahrscheinlich gleich erst, dass du hier entsprechend gelistet wirst. Dann hole ich das aber nach, das sollten wir ja definitiv hinbekommen. So, aber Sascha, wie gesagt, deine Punkte sind jetzt gut geschrieben. So. Mhm. Kannst du schon mal sagen, wann den ersten Gast bei dir hast? Ähm, nicht hundertprozentig. Ich hatte jetzt die letzte Woche extrem viel Stress. Ich habe heute mit Easy aber nochmal gesprochen, dass Easy auf jeden Fall Teil meines Streams wird. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir das vielleicht nächstes Wochenende schaffen oder spätestens übernächstes. Aber mein erklärtes Ziel ist es auf jeden Fall, auch den Easy jetzt demnächst sehr, sehr zeitnah mit hier in den Stream zu bekommen. Das sollte klappen. Outfishing fragt, hast du schon die Godhands getestet? Hab mir ein paar zum Test bestellt. Äh, hab mich in die verliebt. Hammerspoons und Toppen finde ich, Sachen wie Forest und andere Marken um einiges. Äh, ja, ich habe die Godhands. Du spielst wahrscheinlich auf die Godhands von Erwin an, die äh, er bei sich im Shop hat. Die habe ich zum Teil, ich habe glaube ich, zwei Modelle oder sowas gefischt, äh, wo wir bei Mohnen waren. <laughs> die laufen wirklich gut. Nichts dagegen. Schöner Spoon, toller Lauf, das funktioniert. Kann man machen. Ähm, mein Problem mit den Godhands ist, das ist aber ein allgemeines Problem, das geht mir aber wie jede andere Marke so. Ich habe so meine 4-5 Modelle. Den Tipp kann ich euch übrigens auch nur geben. Es macht keinen Sinn, dass ihr euch Spoons von 20 verschiedenen Herstellern kauft und die dann sammelt und alle haben einen ganz unterschiedlichen Lauf und so weiter. Das macht keinen Sinn, sondern ich habe quasi meine 4-5 Modelle. Und die habe ich in unterschiedlichen Gewichtsklassen und ich kenne den Lauf meiner Modelle. Ich weiß, wann ich welchen Spoon einsetzen kann, um Fische zu fangen und wann welches Modell, also welche, welche Form, welches Laufverhalten gerade laufen könnte oder wird. Wenn du aber 20 verschieden hast, ist das nicht so einfach, weil du kennst die einzelnen Spoons dann nicht und du hast auch nicht genügend Spoons, um den Test gemacht zu haben. Und ähm, ja, deswegen. Ich habe nicht so wahnsinnig viele verschiedene Modelle. Und wenn ich jetzt Godhands auch noch mit aufnehmen würde, das sind auch wieder, glaube ich, drei verschiedene Modelle. Das sprengt bei mir alles an Boxen, an, an, an alles. Das funktioniert nicht. Dann muss ich vielleicht erstmal aussortieren und mich von Modellen ertrennen, die ich nicht mehr so wahnsinnig gut oder gerne fische. So. Deswegen, aber ja, Gotthands, gerade die, die Farben, die Erwin da designt hat. Props an dich, mein Freund, mega mäßig. Fangen super und funktionieren. Mit meinen wenigen schon Angst, mir neu zu kaufen, weil ich mir nie merken kann, welche ich habe. Ja, es klingt blöd, deswegen habe ich eine Liste gepflegt. <laughs> das ist, äh, ich habe mir eine Liste gemacht, sowohl bei Gummi als auch bei Spoon, wo ich eingetragen habe, bei welchem Hersteller, welches Modell, welches Gewicht ich welche Farbnummern habe. Und wenn ich dann zum Beispiel Spoon sehe, die ich interessant finde, die ich mir gerne kaufen möchte, gucke ich erst in meine Tabelle, okay. Forest als Beispiel Limited, zweieinhalb Gramm hast du den schon, dann gehe ich quasi durch, dann ist es generell vermerkt, was gibt es alles an Modellen oder die ich zumindest im deutschsprachigen Raum schon gesehen habe und streiche mir dann an, welche ich davon schon habe. So kann man das ganz einfach. Oder so also mache ich das ganz einfach. Das ist total freaky, aber so mache ich es und deswegen kaufe ich mir nie was zweimal. Äh in der Spunensammlung kannst du auch gleich zum Mercedes-Händler gehen und mindestens gegen ein Jahreswagen eintauschen. <laughs> ähm, Daviano, das ist nur eine von drei Spoons. <laughs> das hier ist noch Nummer zwei. Ich gucke mal gerade, hier, hier. Da ist aber nicht so viel drin. Das ist ein bisschen verhaltener. In der zweiten. Die dritte ist auch nochmal gut voll. Die zweite ist ein bisschen verhaltener. Da sind so ein paar Spezialspoons drin für so gewisse Situationen. Hast du zum Beispiel ein paar Bottom Spoons bei. Äh, auch noch Bottom Spoons. Hier sind Sofa-Spoons, das sind äh, von der Sophia Zone. Hier haben wir Roonies in ziemlich leicht. Plus noch drei japanische Stäbchen, so möchte ich sie mal nennen. Das ist übrigens, jetzt gibt es ja die neuen Stäbchen, die neuen japanischen Spoons. Die habe ich schon seit Monaten von Lux nicht sogar seit Jahren schon. Also die sind nicht neu. Die gibt es nur jetzt endlich in Deutschland oder jemand hat es importiert. Dann hier weitere Rooney Spoons. Aber wie gesagt, das ist nicht so viel. Oh, da ist einer flöten gegangen hier. Wer ist der? 22. Hier noch ein paar weitere Roonies. Und jetzt kommt die wichtigste Seite für mich. Das ist die Seite hier. Das sind alles Anton Spezialspoons. Alles. Alles Anton Spezial und ich hoffe, dass diese Seiten noch größer werden und ich von diesem Spoon noch viele andere Seiten füllen kann, dann auch in vielleicht den neuen Dingen, die da vielleicht bald kommen. Neue Farben kommen auf jeden Fall, die ich euch wärmstens empfehlen kann, aber ja, wir wollen auch so ein bisschen am Modell tüfteln, an den Grammaturen tüfteln. Wie gesagt, das ist für mich der Spoon aktuell schlechthin schreibt schreibt's auch an und Spezial ist einfach eine Waffe. Es ist so, dieser Spoon ist einfach eine Waffe. Nice Shot, Servus. Ich äh, grüße Nice Shot, Hi. In letzter Zeit habe ich halt falkin und Godhands neu entdeckt und bin echt begeistert von den Mega Lauf und fängig wie sonst was. Ja, absolut. Äh, Trout Fishing. Gerade Godhands und falkin sind halt Marken. Das sind japanische Top Marken. Die funktionieren. Ähm, kann, ich, kann ich dir wärmstens nur empfehlen. Also das funktioniert ohne Probleme. Gerade wie gesagt, nachdem Erwin sie ein bisschen äh, für den europäischen Markt umgewandelt hat, so möchte ich es mal formulieren. Seitdem spätestens äh, sind die auch absolut in Deutschland eine Waffe. Ja, guckt euch das mal an hier. <laughs> Guck mal, so ein Bild kriegt man dann während des Streams. So sieht es beim Udo aus, gerade in der Spoonmappe. <laughs> also man sieht offensichtlich, welchem Köder auch der Udo sein Vertrauen schenkt. Ja, das ist. Ich kann es nur nochmal sagen, auch der Alexander Rabot war auch bei Fischzucht Möller, mit dem Spoon, hat alles in Grund und Boden geangelt mit, mit, mit äh, einem schwarz-weißen äh, Anton. Mein Teamkollege, der Heinz, war ein Wild, hat da auch richtig geile Lachse gefangen, wo nicht viel am Teich gefangen worden ist, auch auf den Anton Spezial. Also es kann ja kein Zufall sein, ich bin ja nicht der Einzige, der da offensichtlich von überzeugt ist. lassen nur so als Tipp, gönnt euch davon mal ein paar, ihr werdet es nicht Bräun. Guckt euch mal hier auch den goldenen an, diesem Goldglitter. Oh, da habe ich richtig Bock drauf. Richtig coole Dinger. Oder hier. Dieser. So eine Art Folie, die da eingearbeitet wird. Gigantisch. So also eine Flick-Fuck-Folie. Also, wie gesagt, ich find's einfach mega. Schreibt, ich habe mich ebenfalls mit God und anderen speziell eingedeckt. Jetzt erstmal ordentlich getestet. Mach das. Also, wie gesagt, mit beiden Marken oder auch mit anderen, auch mit, mit Forest oder auch mit den Roonies oder auch mit Donner oder auch mit, mit äh, Falkin, daraus machst du nichts falsch. Kannst du gut machen. Benny, du hast mehr Pal und Mio als ich. Möglich, ich muss dazu auch sagen, ich habe am Anfang richtig diese Spoons gesucht, habe da richtig viele von gekauft. Und zum anderen, ich glaube, ich mache das Thema auch schon einen Tag länger als du, Benny. Äh, wenn du schon so lange fischen würdest wie ich, hättest du wahrscheinlich das Fünffache. <laughs> Von daher alles gut. Äh, ich bespiele später noch Anton Spezial. Benny, Hammer, cool. Das lohnt sich. Äh, morgen geht's es aus mal sehen, was geht. Ui, klingt, klingt cool. Also soll's ja in der letzten Zeit ganz, ganz gut laufen, was ich gehört habe. Ja, man schreibt nochmal das Glas. Ähm, ja, habe ich ja hab wie gesagt vorhin kurz erklärt. Ne, bewölkter Himmel und diesiges Wetter nehme ich ein gelbes Glas. Klarer Himmel und richtig Sonnenschein nehme ich ein schwarzes Glas. Ne? Hm. Wann kommt deine UL rote Max Trout Fishing Edition bei Easy raus? Ähm, Fragt Amiano. Ach, das ist schwierig. Also ich habe mit dem Easy telefoniert und ich habe genug Ideen für ein paar Produkte, die richtig gut werden, die richtig geil werden. Was ist mein Problem? Mein Problem ist, ich habe andersrum, ich möchte nicht so viel Geld in diesem Bereich investieren, wie es benötigen würde, eigene Produkte zu designen und herzustellen und um die mit Sicherheit eine Daseinsberechtigung hätten. Mit Sicherheit. Alle meine Kumpels und Freunde wissen, was ich für ein Tüftler und eigentlich auch ein schlaues Kärchen bin. Brauchst du immer mal den Udo oder den Alexander oder Erwin oder wen auch immer fragen? Ich bin immer derjenige, der sich mit irgendwelchen Mods, irgendwelchen Gimmicks gute Dinge noch besser macht. Und ebenso, glaube ich, würde das mit einigen Dingen auch sein. Ähm, wie auch mit Spoons, mit Gummis, mit Ruten, mit sonstigen Geschichten. Ich kann euch dann nur einen Tipp geben: es wird noch einiges folgen, weil inzwischen, ja, was heißt inzwischen? Easy schenkt mir schon immer sein Vertrauen und Easy vertraut dem auch, was ich ihm sage. Und inzwischen ist auch immer mehr die Bereitschaft von ihm da, weil er auch merkt, dass mein Wort nicht nur stimmt oder es passt, sondern dass es auch von euch angenommen wird. Die Dinge, die ich gut finde. Stichwort Snaps. Waren die ersten in Deutschland, die diese Snaps hatten. Hand aufs Herz. Ihr habt Easy. Innerhalb von ein paar Tagen in Grund und Boden gekauft, dass diese Snaps quasi nicht mehr da sind. So. Und ihr habt sie getestet und auch Easy hat das Feedback von seinen Leuten sowohl im Shop als auch im Laden gekriegt. Gigantische Teile. Warum gab es sie nicht eher? So. Ähnlich wird es wahrscheinlich mit den Wandvorkaken sein, sobald die Wandvorkaken da sind. Die SP310. Die werdet ihr kaufen, die werdet ihr in der Hand nehmen, werdet sagen, was ein geiler Haken. Warum gab es den noch nicht vorher in Deutschland? Werdet den fischen gehen und werdet beim Fischen dann nachher merken, es macht einen riesigen Unterschied. Werdet das auch für euch feststellen und werdet sagen, easy. Warum hattest du diesen Haken nicht schon vor Monaten, wenn nicht sogar Jahren hier? So und bei anderen Dingen ist es ähnlich so und ich kann euch verraten, es wird ja noch einiges kommen, was auch meinen Namen tragen wird. Sowohl einige richtig coole Gummifarben als auch Spoons. Also, ich werde auch mit dem Easy nicht nur Spoon Design, Spoons Farben ausarbeiten, sondern auch Spoon Modelle, Formen, ähm, die interessant werden. So. Und da kann ich euch nur sagen, da wird noch einiges kommen. Es dauert direkt eine Route zu haben, wäre ein bisschen heftig, weil eine Route, das braucht unglaublich viel Entwicklungszeit. Ja und du kannst im Endeffekt nur ein Modell nehmen und kannst es verbessern und kannst dann sagen okay mit dem Zustand bin ich zufrieden und kannst dann weiter gucken ist der Blank oder die Ringe zum Beispiel besser oder schlechter als das was wir vorher hatten und so musst du dich da durcharbeiten das ist gigantisch schwierig da ein Optimum zu finden Route denke ich wird noch ein bisschen dauern ich kann euch da aber wie gesagt auch immer Empfehlungen geben was ich gut finde aber Zubehörprodukte auf jeden Fall auf jeden Fall ja so viel dazu also das hoffentlich, um deine Frage zu beantworten, Damian. Da kommt noch einiges. Route wird noch ein bisschen dauern. <laughs> Servus, so. Jungs kann mir mit einer Angelanlage im Umkreis von München empfehlen, mit Tagesgade oder Uff. München war ich noch gar nicht angeln, nice Shot. Ähm, Würde ich dir gerne geben. Allerdings ich war noch nie in München. Aber vielleicht kann hoffentlich einer der Jungs dir hier helfen. Tut mir leid. Ich würde dir gerade, weil du jetzt frisch mit einem Abo dabei bist und so, ich würde dir gerne deine Frage beantworten. Ich habe da aber keine, keine Erfahrung in dem Bereich. Das tut mir wahnsinnig leid. Ha, Micha fragt: Hey Max, wann kommen eigentlich deine anderen Gummiboxen? Warte sehnsüchtig drauf. Ja, ich hoffe bald. Ich bin nämlich ein Schludrian und habe vergessen, Easy jetzt nochmal die Fotos von meinen Boxen zu schicken. Der sitzt auch quasi schon auf heißen Kohlen und würde die sofort nachbauen. Ich habe es aber einfach vergeigt. Aber Micha, gut, dass du mich daran erinnert hast. Ich werde mich gleich nach unserem Stream hinsetzen, meine Boxen abfotografieren, Easy die Fotos schicken und dann hoffentlich nächste Woche wahrscheinlich noch nicht, weil da erstmal noch die Aufarbeitung und der Bau der Adventskalender im Fokus steht. Aber ich denke, die Woche danach wird Easy die bauen können. Weil die müssen ja auch, ne? Die ganzen Gummis müssen aus den Umverpackungen, also aus den Gläsern, genommen werden. Die Suppe muss abgekippt werden. Dann müssen die einzeln zusortiert werden, passende Mengen. Die Boxen müssen ja auch genau, wie ich sie haben möchte, mit den Einteilern gemacht werden. Das dauert ein bisschen, aber kommt, versprochen. Also, ich denke, gib uns mal bitte noch 14 Tage Zeit. Ich hoffe, dass die heute in 14 Tagen im Shop sind. Bitte gedulde dich noch, noch so lange, Micha. Kommt aber auf jeden Fall, versprochen. Äh. Uh. Jetzt ein bisschen mal Teich unterhalten. <laughs> Nicht wieder Freitag geht's bei mir wieder los. Und unter Maubach, boah. Wir haben uns Teich 2 gemietet. Das ist schon gut, ey. Many. Teich 2 ist schon nett und unter Maubach eh. Ähm, Paul Trout Area, welche Handschuhe kannst du empfehlen? Benutzt du? Hm, ich habe das schon mal beantwortet. Ich benutze von Diver die Handschuhe. Halbfingerhandschuhe habe ich von Diver. Ähm, die kosten im Original, glaube ich, knapp 20 Euro. Ich kann mal gerade gucken, ob ich die finde. Dann zeige ich sie dir. Oh, es gibt so viele zig verschiedene Handschuhe von Diver, ne? Ich hoffe, das freue ich euch nicht so laut mit dem Dampfen, wenn ich hier ein bisschen an der Dampfe ziehe, weil das ist direkt Mikrofon. Meine Handschuhe gibt es einfach nicht mehr. Sehr interessant. Ähm, die gibt es nicht mehr. Ich habe zwei Paar. Ich habe einmal die originalen Diver, die sind sehr dünn. Der Atmungsaktiv, gerade für den Sommer. Wir haben auch nur, ich sag mal, der Zeigefinger und der Ringfinger sind kurz, die restlichen Finger und der Daumen auch natürlich. Aber Daumen und Mittelfinger sind kurz und Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger sind kurz, Ringfinger und Kleiner Finger sind lang. Ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, es gibt auch relativ gute Klone von Agiate sind das. Du bei Ebay, Amazon oder AliExpress Wish kaufen kannst, auch mit Diver-Logo. Das ist eigentlich nicht richtig, dass hier auch Diver draufsteht, weil es definitiv kein, kein Diver ist, vor allem auch kein Gore-Tex ist, was draufsteht. Aber die sind gut. und Die sind relativ gut für den Preis. Die kriegst du schon für unter 10 Euro. Wenn nicht Diver draufstehen würde, würde ich sie dir empfehlen, weil ich eigentlich kein Freund von Plagiaten bin. Also der Handschuh an sich ist gut, dass Diver draufsteht, finde ich nicht richtig. Lassen wir es mal so stehen. Ne? Welche abogacia route fürs Barschangeln meinst du, wenn ich fragen darf? Boah, müsste ich gleich nachgucken, Martin. Das müsste ich gleich nachgucken. Ähm, ist eine relativ leichte Route. Ich glaube, die hat von 4 oder 5 bis 20 Gramm, glaube ich. Super leichtes Teil ähm, mit EVA-Griff. Muss ich raussuchen. Hast du schon mal trubuko rollen in der Hand gehabt? Nein, Luca, leider noch nicht. Der 30er Mirax lässt sich mega klasse am Popper-Popper-Fischen. Funktioniert sehr gut. Ja, siehst du? Udo, der weiß auch schon mehr Bescheid. Denke ich mir nämlich auch. Alex sagt, Balzer, okay. Äh, Alex, schick mir doch mal gerne Link bitte von der Brille. Die teste ich dann auch mal. Einfach mal kurz. Antickern bitte bei Instagram. Ach, die hast du beim Easy geholt und getestet. Ja, guck. Und warst, warst du mit zufrieden, Alex? Oxy2206, sag mal, beim UL-Angeln sehe ich immer, dass extrem gegen die Bremse gedrillt wird. Mit welcher Schnur kann das haben oder wie lange lasst ihr die Schnur drauf? Ähm, ja, ist richtig. Man muss jetzt dazu sagen, warum wird beim UL-Fischen so wahnsinnig stark gegen die Bremse gedrillt? Und ob die Schnur das aushält? Ich mache es jetzt kurz, weil wir nur noch 10 Minuten haben und ich möchte eigentlich noch jedem die Möglichkeit geben, noch mal was zu fragen. Ähm und eins, super dünne Schnur, damit du weit werfen kannst, selbst mit leichten Ködern. Deshalb kannst du die Bremse nicht so zuballern, wie es eigentlich notwendig wäre, damit du den Fisch drillen kannst. Deswegen Bremse weiter offen. Und eins. Und zwei ist, ähm ich zum Beispiel fische auch wieder hakenlos. Sprich, die Schnur muss immer unter Druck sein. Immer. Und... Wenn du jetzt nur einen Fisch im Drill hast und du hörst auf zu kurbeln, der Fisch würde dir entgegenschwimmen, lässt du natürlich den Druck auf die Schnur nach und damit könnte der Fisch theoretisch den Köder verlieren. Deswegen wird immer, nicht dauerhaft, aber sobald ich sehe, der Fisch tut was, drehe ich nach, auch wenn es gegen die Bremse ist, einfach um die Schnur weiterhin auf Spannung zu halten. So, das ist der, der Grund. Ne? Und das sind die beiden Gründe dafür. Deswegen, als Tipp, deswegen wird das gemacht. Ähm, ja, eine gute Schnur muss das abkönnen, wenn man das tut. Natürlich wird sich die Schnur, weil wir auch keine Wirbelfischen aufdrillen, die bekommen einen Drall. Ähm, ich mache es nachher, so einen Tipp kann ich dir auch nur geben. Ich drehe meine Schnüre immer um. Sprich, auf so einer Spule sind da meistens 100, 150 Meter drauf zum Beispiel. Ein bisschen was schneidest du ja immer weg, wenn du Abrisse hast oder mal was kaputt geht, schneidest du immer noch ein Stück ab. Das ist einfach mal gerade was vom Schreibtisch gefallen. Okay. Ähm, ich mache so, ich fische ein Jahr lang die eine Seite. Ich sag mal so die ersten 50 Meter, kannst du sagen. Und dann wird immer wieder was abgeschnitten. Aber so die ersten 50 Meter. Und nach einem Jahr spule ich die Schnur einmal komplett ab. Trenne die quasi von der Unterfüllschnur und spule die um. Quasi die frische Seite, die unten lag, nach außen spule. Und dann fische ich die wiederum ein Jahr. Und dann schmeiße ich meistens die Schnur nach zwei Jahren ungefähr weg. Und dann ist das in Ordnung. Kommt auch so ein bisschen drauf an, welche Schnur ist das? Wie teuer war die? Ist die vielleicht noch gut? Wie viel habe ich die auch gefischt? Ist das meine Erstroute? Also habe ich die immer mit und fische die durchgehend? Oder ist das so eine Dritt- oder Viertroute, die ich mal mit am Wasser habe? Aber so ungefähr gehe ich da dran. Hm, welchen Haken kannst du für die Mirax 30 empfehlen? Boah, das ist gar nicht so einfach. Ähm. Was ziemlich gut funktioniert, ist von Decoy ein Haken. Das ist ein ganz, 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 ganz dünner Haken von Decoy. Ich glaube, Zeichnung habe ich jetzt aber, glaube ich, nicht im Kopf. Ich muss mal gucken, ob ich hier noch ein Paket habe. Nee, habe ich hier nicht. Hier sind sie. Ich habe den Namen jetzt aber nicht im Kopf. Könnt ihr euch mal angucken. Das ist ein ganz, ganz dünner, ganz, ganz kleiner Haken. Seht ihr das? Jetzt kann ich euch mal im Vergleich zum Beispiel den ASB Soft -Look hook geben, den ich sehr gerne fische. Ich hoffe, das kann man jetzt im Video oder hier im Chat vernünftig sehen. Sieht man den Vergleich? Sieht man das, den Unterschied? Also ich sag mal, der Decoy-Haken ist vielleicht halb so dick wie der ASB Soft hook Und den nehme ich zum Beispiel sehr gerne für einen Mirax 30. Das Gute ist, dass er so ein leichter, kleiner Köder ist, brauchst du da auch eigentlich kaum schwere Tungsten. Das heißt, da habe ich wirklich so ganz kleine Tungsten drauf. Ich glaube, das sind zum Beispiel 2 mm, die hier drauf sind. Und die kannst du darauf sehr gut fischen. Das ist auch eine sehr kleine Größe. Ich meine, das ist eine Größe Nummer 8. Wie gesagt, das ist so ein Haken von Decoy. Funktioniert sehr gut. Ist ein Spezialhaken. Ist nicht so einfach. Ne? Du kannst aber auch theoretisch einfach einen ganz dünndrahtigen äh, Haken ganz normal aus der Forellenangelei nehmen. Ne? Mal fragen, wann du den Mirak 70 einsetzt, nach Fischbesatz oder später. Boah, das kannst du gar nicht sagen. Mirak 70 ist. Es äh, kommt darauf an, was der braucht. Der Mirak 70 zum Beispiel macht deutlich mehr Druck im Wasser als der Mirak 50 zum Beispiel, einfach weil er voluminöser ist. Das heißt, wenn der Fisch Druck braucht, setzt du einen Mirak 70 ein. Ähm, Mirak 70 gibt mir aber auch in Situationen die nötige Wurfweite, die ich brauche. Das ist ja der schwerste Köder von Jara, aktuell, meine ich zumindest. Und ähm, entsprechend, wenn du mit einem normalen 50er zum Beispiel nicht rankommst, dann kannst du immer noch einen 70er pfeffern, weil der Vorteil ist, der Mirak 70 ist relativ groß und dadurch ist der auch relativ stark auftreibend, weil die Gummimischung von Jaras ist ja auftreibend. Das heißt, du kannst einen schwereren Tungstenhaken fischen, als du es mit einem 50er tust. Das heißt, als Beispiel, wenn ich jetzt einen 3 -3 eine 3-3er-Perle habe mit einem Mirax 50, kann ich bei einem bei einem äh, Mirak 70 eine 4-0-Perle nehmen. Und bin ungefähr auf der gleichen Höhe, auf der gleichen Schleppgeschwindigkeit, Einholgeschwindigkeit, sage ich mal. Äh, obwohl ich einen grö größeren Köder mit einer noch schwereren Perle habe. Das nur so als Tipp. Das heißt, du kannst den noch weiter pfeffern. Also es kommt wirklich drauf an. Das ist meistens für mich, wenn ich weit raus muss. Nehme ich den. Ja, du kannst auch einen Mirak 70 zum Beispiel direkt nach dem Fischbesatz benutzen. Das funktioniert auch. Haben wir auch schon gemacht. Yo. Dirty Detlef, wo bekomme ich die Climax Blade Line in Clear her? <laughs> ich finde nichts. Das kann ich dir nicht sagen, wo du ihn in Clear her bekommst. Die habe ich dir empfohlen, <laughs> die Blade Line. Ähm, du musst gucken, die gibt's auch in anderen Farben. Die kriegst du. Ist nicht so einfach. Der Climax. Schon fragt. Max, ess mich stellen, sagt Hermann. Ja, danke. Ich habe tatsächlich heute schon selber Pizza gemacht. Wir haben mich schon um 16 Uhr gegessen, weil dann der Kurze pennen musste und ich habe schon gegessen. Aber vielen lieben Dank, Hermann, dass du an mich gedacht hast. Das ist echt lieb, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich schon wieder verpennt. Ähm, die Trouts laufen bis Ende des Monats. Oder? Bin mal gespannt. Passend zu meinem Geburtstag, der erste zwölfte? Ist es dann durch? Ja, das muss ich mit dem Easy noch besprechen, aber genauso wäre der Plan gewesen. Ich muss mit ihm klären, ob wir sagen, wir machen nächste Woche die letzte Woche und ob wir sagen, wir gehen noch bis zum 6. weiter, weil der 6.12. wäre der Nikolaustag, das wäre auch nicht verkehrt. Ähm, ich muss mit dem Easy noch quasi die Goodies klären. Was bekommt die ersten drei Personen? Ja. Siehst Damiano fährt auch die Spoonliste. Siehst du, bin ich doch nicht so ein verklatschter Nerd, wie ich dachte. Das ist gut. Essen ist schon bestellt. Ja, Essen ist schon bestellt. Bei den gibt es leider zu viele Farben. Dann kann ich mir mehr entscheiden. Oh, Holgieben, das stimmt. Wir inzwischen sehr aufgerüstet. Einfach aber, weil es schon sehr viele Leute gab, die die Farben schon hatten und immer mehr nach neuen Farben geschrien haben. Ich kann dich beruhigen. Nächste Woche gibt es noch mehr. Angel Kamikaze schreibt, die Snaps sind perfekt, siehst du? Vielen lieben Dank, Angel Kamikaze. Ich habe es ja gesagt, da könnt ihr mir auch glauben. Ich empfehle euch keinen Scheiß. Also wenn ich die Dinge nicht selber benutzen würde oder nicht gut finden würde, würde ich es euch nicht sagen. Wir bekommen auch immer wieder Produkte, wo es heißt, Max, teste noch mal und sag doch mal deine Meinung. Wo ich keine gute Meinung von habe, wo ich den Leuten dann auch sage, Leute, ich fand das Produkt nicht gut. Ich kann das offen kommunizieren. Ich kann den Leuten sagen, dass ich es nicht gut fand, ist aber nicht unbedingt vielleicht positiv für euer Produkt. Und ich empfehle nur das, was ich gut finde. Ich würde euch nie irgendwas empfehlen, wo ich nicht hinterstehe. So. Ist einfach richtig gut. Hat immer die besten Tipps und Tricks parat. Easy, ja, das stimmt. Mein absoluter Lieblingsshop und auch noch vor der Haustür. Ey, das ist cool, Martin, wenn du da unten wohnst, das ist das Hammer. Und ja, Easy ist einer der fairsten und kompetentesten Menschen, die ich da kenne. Bin ich ehrlich. Das muss ich jetzt auch nicht nur sagen, weil ich super gut ihn persönlich auskenne, äh, auskomme, sondern. Von Anfang an hat sich Easy für mich interessiert, stand dahinter, hat mich unterstützt und mich gefördert, aber auch gefordert. Und ich bin ihm da sehr dankbar. Und wenn Easy nicht wäre, wäre ich heute nicht der, der ich wahrscheinlich irgendwo wäre. Dass ich zum Beispiel mit euch hier schön sitzen und chatten würde, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht die Mütze hier aufhaben oder andere Geschichten. Ähm, Finde ich hammermäßig. Äh, sind das die normalen Wandfuckhaken oder sind das spezielle, die dann bei Easy kommen, fragt Troutfishing ja Das sind ganz, 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 ganz spezielle Haken. Das sind, du kriegst aktuell in Deutschland nur die SP41. Also SP steht immer für Spoon. Und dann 41 bedeutet, du hast eine vierer er Drahtstärke. Die hat eine dicke 4, sage ich mal. Und die, die jetzt von mir kommen, was meine heimlichen Favoriten sind, die haben eine Drahtstärke von 3, die sind ein bisschen dünner, reicht aber dicker aus. Ich habe da auch schon 6 Kilo Fische mitgefangen, ohne Probleme. Und ich drill die wirklich hart, da ich auch eine sehr relativ dicke Schnur drauf habe oder mit einer relativ hohen Tragkraft. Ohne Probleme. Und die, die Zero, SP31 Zero, Zero bedeutet, die haben eine PFTE, sprich eine Teflon-Beschichtung. Das heißt, die dringen noch einfacher ins Fischmaul ein und du kannst deine Anschläge oder deine, wenn der Spoon sich quasi fast selber hakt, fast. Er hakt sich meistens selbst, aber eigentlich sollte er sich nicht selbst haken, sondern du musst eigentlich noch so einen leichten Anschlag geben. Das ist manchmal eine andere Geschichte. Er hakt sich deutlich besser. Die kommen speziell und die wird es auch erstmal nur beim Easy geben. Es gibt aktuell keinen anderen Importeur oder keinen anderen Shop, der die haben wird. Die kommen nur bei Easy. Das ist noch nochmal spezielle Haken. Das ist nur so als Tipp. Hat nichts damit zu tun, was es gerade gibt. So. Damiano schreibt sp 41 Zero und pfte beschichtung ja, aber es sind SP31 und nicht SP41. Die sind einen Tacken dünner. Damiano schreibt richtig gut, durch die PFDE-Beschichtung gibt es kaum Reibung, Haken dringt bloß ins Fischmal ein, auch bleibt kein Schmutzhaften eben. Genau das meine ich. Du hast weniger Kraut, das Kleben bleibt und es geht deutlich einfacher ins Fischmal rein. Echt, du fischst die Schnur so lange. Ich habe meine oft nur drei Monate, wechsel nach fünf bis sechs Monaten wegschmeißen. Bin auch jedes Wochenende los. Ja, ich auch. Troutfishing ist eigentlich auch fast jedes Wochenende los. Aber wie gesagt, ich, Unterschied ist, meine Schnüre sind auch relativ teuer, ne? Also die Schnüre, die ich drauf habe, gut, jetzt nehmen wir mal die viel weg, die gibt es nämlich nicht mehr. Ich habe trotzdem noch knapp 1000 Meter hier liegen. <laughs> Aber ähm, die normale real d die ich fische, die kostet halt auch einfach 60 Euro, die Spule. Also die ist schon super gut, die ist aber auch teuer. So und die fische ich ohne Probleme zwei Jahre, gar kein Thema, wirklich nicht. Outfishing SH schreibt ja, okay, dann muss ich wohl die umstellen. Die umgestellt werden, Hab gerade die normalen Wand gekauft, die sind mega gut. Ja und glaub es mir, die sp 31 Zero sind noch mal Welten besser, also wirklich Welten. Kann ich dir nur einen Tipp geben. Die kommen, aber ich weiß nicht genau wann. Ein bis zwei Wochen denke ich, dann sollten die auch hoffentlich da sein. Und ja, die normalen sind top, Damiano, gebe ich dir recht. Aber die sind nochmal ganz anderes Feeling. Musste nur mal von den normalen, ich habe die normalen ja auch hier, muss mal zwischen die Finger nehmen, einfach mal zwischen den Fingern hergleiten lassen, den Haken. Wenn du den, das mit dem Zero machst, durch die Beschichtung, du merkst es richtig. Es ist richtig gut. Kommen die Snaps nochmal? Äh, Luca, ja, definitiv. Snaps kommen. Äh, Izzy hat schon gesagt, da kommt reichlich nach. Ähm, da kommt reichlich was. Weißt du, ob Easy am Black Friday Angebote haben wird? Ja, äh, Resor 06, da kommen reichlich gute Black Friday Angebote. Wird nicht einen gewissen Prozentsatz auf alles geben, sondern es werden ausgewählte Produkte zu Hammerkampfpreisen rausgeknallt. Guckt also gerne mal am 27., 28. und 29.11. beim Easy in Shop, da wird einiges kommen. Ähm. Fisch die G-Sol. Ah, Troutfishing ist ja ah, okay. Die G-Sol ist auch gut. Eine Top-Schnur. Funktioniert hammermäßig. Ähm, die Real ist wirklich nochmal ein ganzes End besser. Kostet aber auch fast das Dreifache und den Preisunterschied dafür ist gerechtfertigt. Nein, ist es nicht. Die G-Sol ist top. Aber Hand aufs Herz, bei einer 20-Euro-Schnur tut es doch nicht so weh, wenn du im Zweifel jedes Jahr einmal wechselst. So oh, weh. Da mir einer nur sagt, genau, du hast gerade erst neue Wandfalk gekauft, würde die erstmal Fisch und gegebenenfalls langsam auf SP-130 umrüsten, genau. Gut, ich bin schon wieder in einem Extremfall. Sobald ich, als ich die SP-130 für mich entdeckt habe, ich habe mir auch erstmal ein Probepäckchen quasi gekauft, habe die getestet, fand die gut, cool. Und dann habe ich äh, aber von jetzt auf gleich alle umgerüstet. Da habe ich, ich weiß nicht, 250 Spoons bestimmt in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion umgerüstet und ich bereue es bis heute nicht, aber ja, klar. Du kannst auch halt auf Ausschleifen. Du kannst zum Beispiel die Spoons, die du häufiger fischt und die, die du gerne hast, einfach mal mit den neuen Haken dann schon bestücken. Dann zum Beispiel alle neuen Spoons, die du dir kaufst mit dem Haken bestücken. Ne? Im Übrigen sind wir auch gerade dran am Arbeiten. Es könnte vielleicht passieren, dass es eine Anton-Spezial super-Sonderserie geben wird von mir. Ähm, da übernehmen wir quasi das Umrüsten schon für euch. Dann wird zum Beispiel auf dem anderen Spezialspoon schon ein SP31 Zero Haken sein. Der wird ja natürlich einen Tacken teurer sein als normal, ich weiß es nicht, 50 Cent extra oder sowas oder 30 Cent, ich weiß es nicht genau. Aber dafür sind auch hier dann schon die neuen Haken drauf. Und Hand aufs Herz, mir wäre es das Geld wert. Oder ich werde es auch nur noch dann so kaufen. Ähm, weil, ja, alleine, du musst einen neuen Haken kaufen, musst die Umrüstzeit mit berechnen und so weiter. Und das geht mir auf den Keks, gerade wenn du das in größeren Mengen machst. Und die wird es dann auch schon direkt fertig umgerüstet für euch geben. Ergo, wartet noch einen Moment, dann könnte das klappen. Aber so wie ich die Kunden von Easy kenne, sind die schnell weg. Ja, das könnte passieren. Also es kommt auf jeden Fall ein guter Schwung. Ja, aber im Übrigen, der WandFock SP310 wird es auch in einer extra Umrüstpackung geben, so möchte ich es mal formulieren. Also da sind dann zum Beispiel nicht wie beim normalen Haken. 8 Stück drin, sondern in der normalen Box sind schon 16 Stück drin und dann kommen 50 und 100er Packs. Und dann kannst du dir gleich ein 100er Pack zum Beispiel kaufen, kannst alles an bestehenden Dingen umrüsten und kannst dann sogar noch, hast dann noch ein paar vielleicht extra über oder so für neue Spoons dann. So. Also, das wird schon krass. Gibst du uns einen Tipp? Wenn sie da sind, die SP-Haken, ja, ta, definitiv, sobald ich ein Datum weiß, wann sie da sind, werdet ihr die Ersten sein, die es von mir hören. Äh, Razer fragt, weißt du schon welche? Äh, ja, es wird Spoon-Angebote geben, eine Wiley X-Brille zum Beispiel wird im, zum super Kampfpreis rausgehauen. Da ist Easy gerade noch am Angebot knüpfen, sage ich mal. Das erfahre ich erst über die Woche und wir sprechen erst miteinander, wenn es die Angebote schon gibt, bzw. gab, an dem Wochenende. Aber guckt einfach mal passend in den Shop rein. Ich denke, Dienstag oder Mittwoch spätestens später die Dinge dort reingestellt haben. Die Rubrik zumindest im Shop gibt es schon, nur es sind noch keine Produkte drin und dann geht's ab. Bei Ebay gibt es die SP-130 für 8,90 Euro zuzüglich 20 Euro Versand aus Italien. Ja, ist ein Schnapper, Damiano. Dann bestellt ich gleich mal vier Pakete. <laughs> ja, ja. Also die kommen definitiv und dann haben wir es auch endlich hier in Deutschland und ich kann es euch sagen, ist jeden Cent wert. Die sind wirklich gut. Ergo warten wir auf Easy. Genau, wir warten alle auf Easy, weil wie gesagt den geilen Scheiß, den kriegt ihr immer Wie gesagt, Damiano, im noch, ne? die 8,90 Euro sind schon für 16 Stück. Ne? Also nicht für 8 Stück. Normale Wandvorkaken liegen ja so bei 5 Euro für 8 Stück. Und das sind 9 Euro für 16. So also testen würde ich es auf jeden Fall. Dann gucken wir mal. Ähm, Micha, hast du schon äh, eine Frage? Hast du was gehört wegen der Routentasche und Sportex? Nein. Beziehungsweise ja, nur dass es noch dauert, weil. Corona bedingt, zweiter Lockdown und so weiter und so fort. Es klappt momentan ein. Ach so, Udo will nochmal zum Easy. Das klingt gut. Im Übrigen, als Abschiedsgeschenk oder als Ding vielleicht von euch. Ich weiß, der ein oder andere möchte mich auch gerne zum Beispiel mal persönlich kennenlernen. Mich. Ähm und das können wir gerne tun. Ich bin am 2.12. wahrscheinlich, es kommt jetzt ein bisschen auf, den, auf Mittwoch an, was äh, unsere Bundeskanzlerin dort verlaufen lässt, wie es mit dem Lockdown weitergeht. Aber sollten die Geschäfte offen bleiben und der Lockdown komplett nicht kommen. Habt ihr die Möglichkeit, mich am 2.12. beim Ismail bei ASB-Tackle direkt im Laden vor Ort anzutreffen. Ähm, was wir nicht tun können, ist dann natürlich lange mit mehreren Personen im Laden zu schnacken. Das wird nicht funktionieren. Aber wenn jemand von euch kommt, der sagt, ich habe mal Bock, mit Max zu quatschen oder es gibt sogar Leute, die fragen nach einer Unterschrift von mir, also nach einem Autogramm oder nach einem Foto, können wir alles gerne tun, aber dann nicht. Im Laden, sondern gehen wir vielleicht kurz vor die Tür, rauchen Zigarettchen zusammen oder quatschen einfach nur so und dann können wir das gerne tun. Also am 2.12. bin ich auf jeden Fall beim Easy. Ihr seid alle herzlich gerne eingeladen. Ja, kommt gerne rum, lasst uns quatschen, lasst uns über Dinge diskutieren, ein paar Sachen angucken. Also wenn ihr da Bock drauf habt, kommt gerne am 2.12. zum Easy, zu ASB teckel zum Ladenlokal und dann können wir uns da sehen und können uns austauschen. Das nur noch mal so kurz zum Schluss. Ja. So. Was? Kein Knutschen, keine Mann Umarmung? No Homo? Nein. Ausnahmsweise leider nicht. Wobei, du weißt doch, Damiano, du wärst einer der ersten, der ein Küsschen auf die Wange kriegen würde. Hashtag No Homo. Auch wenn, wäre es nicht schlimm. Aber, also wenn jemand homosexuell ist. es wäre nicht schlimm, aber ja, ich weiß, wie du das meinst und du wärst die Erste, der was kriegen würde. Aber nein, das muss in Corona-Zeiten leider ausfallen. <laughs> Krisa sagt, ja, muss ich mir markieren im Kalender. Ja, komm rum, Krisa. Wie gesagt, liebend gerne. Komm rum, am 2.12. bei ASB Tackle bin ich da und tut mir bitte einen Gefallen. Wenn jemand extra dorthin kommt, dann quatscht mich auch an. Also ich kenne euch alle vom Gesicht her nicht. Ihr kennt mich aber alle vom Gesicht und selbst wenn ich da stehe oder quatsch, kommt einfach dazu, stellt euch dazu, sagt Hi. Sagt kurz, wer ihr seid und wie ihr hier vielleicht bei... Ähm, ah, hier geht es noch rund hier mit dem Chuchu-Zug hier. <laughs> ähm, wie hier im Stream heißt, dann können wir uns gerne austauschen. Da freut mich wahnsinnig drüber. Schneid einfach rein, quatscht mich ruhig an. Wirklich, ist kein Thema. Äh, nur... Ich hab's häufig, dass die Menschen mich erkennen und dann irgendwo am Rand stehen und sich nicht trauen, mich anzusprechen. Das ist im Nachgang, schreiben sie mir dann, Max, ich hab dich im Wasser gesehen, ich hab dich aber nicht angesprochen. Warum? Kommt rum, quatscht mich an und lasst uns quatschen. Ich hab da Bock drauf. Ich bin ein sehr umgänglicher Mensch. Also, ihr stört er nicht oder ihr braucht da auch jetzt außer den anderthalb Meter Mindestabstand, den wir immer haben sollten in Corona-Zeiten, aber ihr braucht da keine Distanz haben. Ich bin ein ganz normaler Mensch, wie du da draußen und wie ich. Kommt einfach rum. ja das ist am einfachsten. Max, dann müssen wir nochmal telefonieren. vorher ja, gerne, Udo. Kein Problem. Machen wir doch gerne. Ach, vielleicht treffen wir uns dann auch mal. Ja, gerne. Paul, Trout Area. Einfach rumkommen. So, die Leute müssen off. Ich muss jetzt auch auf, ihr Lieben. War super schön, mit euch mal wieder mich austauschen zu können. Vielen lieben Dank für alle, die da waren. Für alle, die abonniert haben. Für alle, die was gespendet haben. Für alle, die was gecheert haben. Vielen lieben Dank für alles. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder hier. Alte Stelle, alte Uhrzeit, alte Welle und so. Und macht euch eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Guckt beim Easy rein. Black Friday. Denkt dran. Ja, nehmt die Angebote mit. Und wichtig, wenn noch keinen hat und einen haben will, hier. Wichtig. Ja, letzter Aufruf. Dienstag ist Feierabend. In dem Sinne, macht ihr noch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis nächsten Sonntag. Euer Max.